Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Legend of Zelda The Windwalker. Wir sind kurz vor unserem Ziel quasi. Ja, kann man es erkennen? Ich weiß nicht. Ein Feld auf jeden Fall kurz davor. Wir haben ja nämlich noch so eine Art, ich sag jetzt mal, Holz-U-Boot. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Das holen wir uns noch, deswegen nehme ich das jetzt schon auf. Okay, was haben wir hier? Eine Flasche, sehr schön. So, dann gehen wir hier wohl wieder weg. Da haben wir alles. Da hoch kommen wir nämlich eh nicht. Dann haben wir den Schatz hier drin gefunden. Okay, das letzte Stück dürft ihr mitsehen. Ach ja, und übrigens, wie man sieht, hüpft da jetzt so ein Fisch rum. Die Fische kamen jetzt auf. Nach Draconia, wie ich weggesegelt bin, wurde ich angehalten dann und, ja. Da kann man jetzt schon sehen. Ich habe jetzt ein paar Felder mehr. Ein paar Felder sind jetzt mehr weiß. Wenn man da genau guckt, sind da auch Inseln eingezeichnet. Auf jedem Feld gibt es einen Fisch zu finden. Der dir halt eben da diese Karte aktualisiert, deine Seekarte. Und dann eine kleine Info gibt. Ein kleines Geheimnis, Rätsel, was auch immer. So wie hier eben das mit diesem Holz-U-Boot. Das war ein Feld vorher gesagt worden vom Fisch. Wenn man etwas mehr südlich fährt, da ist da dieses komische Boot. Und da gibt es etwas, wo man was mit herumtragen kann, hat er gemeint. Ist natürlich eine Flasche. So, hier ist unser Ziel. Hier sollen wir hin. Land im Sicht, das ist dein Zielort, die Insel Tantopia. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen, aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald, die Heimat des Dekobaumes des Terrahüters. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Pharoris Dermond in Empfang zu nehmen. Ich schicke die Befürchtung, dass uns gerne auch auf dieser Insel zuvor gekommen sein könnte. Sei also auf der Hut. Na denn. Items. Wir haben jetzt zwei Flaschen, die wir mal befüllen müssten. Du hast einen Plantagranda-Samen gefunden. Der wird in der Beuteltasche aufbewahrt. Dies ist der Quell der magischen Kräfte eines dämonischen Pflanzenkreatur. Als Alchemist könntet ihr daraus sicherlich etwas Wundervolles zaubern. Wird ein Dekostock draus, wenn man ihn kaputt macht. Jeder Gegner hat irgendwie sowas bestimmt Besonderes. Wie hat eventuell so ein Glücksamulett oder halt hier ist ein Samen.
Also man sollte immer zuallererst mit den Greifarm etwas machen. Auf jeden Fall immer sehr ratsam. Trefft man nicht? Bin ich zu hoch? Geht doch. So, hier geht's lang. So, wir sind angekommen. Es säuft man immer voll, wenn man hier hochklettern will. So, wenn man hier so... Das ist wohl der dicke Baum. Pickel. Grünes Schleimchili. Magische Energie. Bitte was? Oh. Hör auf zu jammern. Helft ihr ja schon. Ach ja, komm, schmeiß doch. Hab ja schon noch ein Herz. Ach ja, das hätte ich auch gesagt. Bitte entschuldige, es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnerte und mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediente. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Degenbaum. Ich danke dir, dass du mich von diesem Plagegeist erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leuenkönig. Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Dämon der Göttin, nicht wahr? Ich verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen.
Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eiles geboten. Grox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind, seid unbesorgt und zeigt euch. Are you? Wie lautet dein Name, mein Junge? Von Lü her? Von Lü her darf ich dir die Grox vorstellen, sie sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens umgeben vom Meer haben sie ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Rüben. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade also unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Dämon, den du benötigst, will ich dir dann nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit? Wollen wir beginnen? Dedekobaum, furchtbar, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Markus ist... Was ist geschehen, Julius? Du und Markus, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Markus ist in den verbotenen Hain gestürzt. Was sagst du da, in den verbotenen Hain? Ich habe ihm noch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Markus sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Markus. Von Löwe, du hast es ja gehört. Der Verbotenheim. Entschuldigung. Liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, in dem sich die schrecklichen Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Markus abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom Roten Leinkönig hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Markus zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht, vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Von Meer, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Grox, aber es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Erleichterung. Also dann von Höhe, klettere bis hinauf über meinen Kopf und hol dir das Blatt. Ich darf den Blatt holen, yay. Dann wollen wir mal. Das wird langsam ziemlich hoch. Wenn ich da runterfahre, bin ich platt. Oh yeah. Du hast das Dekoblatt gefunden. Lege es auf und wirbel deine Umwelt kräftig auf. Benutze es im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst aber lediglich auf die Windrichtung achten. Na, der Freund hier drüben. Flieg von dort drüben mit Hilfe des Dekoblattes zu mir. Was ist dort? Es lädt immer wieder auf. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ah, da komme ich dann darüber. Okay. Na gut. Gehen wir doch zum richtigen Weg. Da oben geht's ja auch noch hin. Sehe ich gerade. Wo geht's denn da hin?
Da ist der verbotene Hain. Der verbotene Heinz. Es ist jetzt eigentlich die Frage, soll ich wirklich schon direkt dorthin? Oder soll ich mir erstmal ein Elixier zubereiten lassen? Aber dann müsste ich ja wieder zurück nach Portemonnaie und das ist ultra weit weg. Aufnahmezeit haben wir noch 5 Minuten. Da ist der Fisch. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich brauche wirklich erstmal Elixiere. Falscher Knopf. Hui. Bitte was? Hä? Warum? Game Ofer. Wer auch immer Ofer ist. Na gut, so kann man es auch machen. Jetzt habe ich auch wieder volle Herzen. Nee, doch nicht. Nur 3. Habe ich das hier denn jetzt schon eigentlich auf der Karte? Nee, habe ich nicht. Wo ist denn jetzt der Fisch hin? Der war doch hier in der Nähe. Da hinten ist er jetzt. Hey Jüngchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deine Seekarte eingezeichnet und dazu noch eine nützliche Information, was? Na dann, falt doch erstmal deine Seekarte auf. Wie auch immer der im Fluge malen möchte. Auf Isla Bomba, ein bisschen nördlich von hier, habe ich einen fliegenden Händler gesehen. Der hatte einen Rucksack um, der sogar noch größer war als er selbst. Was wollte der wohl bloß auf der abgelegenen Insel dort? Tja, die Welt ist eben voller merkwürdigen Gesehen. Das wäre es soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Mit leeren Baus nehme ich nicht gut aus, den Nähkästchen plauder, du verstehst? Also dann, bis die Tage. So. Und ich werde jetzt mal abdüsen. Ich will jetzt mir 2 Tränke brauen lassen. Ich hoffe, mein Gelee, was ich da habe, reicht auch dafür. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Fischis da auf dem Weg. Dann kann ich noch ein bisschen meine Seekarte vollenden. Das ist wahrscheinlich die nächste Insel. Und wir sind jetzt 19,5 Minuten. Das heißt, ich nehme das jetzt natürlich nicht auf, wie ich nochmal zurück nach Portemonnaie gehe. Und dann wieder hierher zurück. Wie gesagt, das ist voll nervig. Dieses Hin- und Her-Gesegel. Das Spiel ist geil, das Spiel macht Spaß, keine Frage. Aber dieses Hin- und Her-Gesegel ist nervig. Und damit möchte ich euch jetzt auch nicht auf die Nerven gehen. Deswegen würde ich sagen, tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn ich wieder zurück beim Dekobaum bin, mit 2 Flaschen Elixier. Wegen 2 Flaschen. Okay. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder beim nächsten Teil. Bei The Legend of Zelda The Wind Walker. Mit mir. Von Nö. Gameplay als Hobby.
Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Tschüss. Was haben wir denn jetzt? Es ist noch zu früh für dich, hier mit dem Boot weiter vorzudringen. Du hast zunächst ein anderes hier, auf das du es Kurs zu nehmen gilt. Okay, wie es aussieht, können wir doch nicht weg. Na gut, fahren wir wieder zurück. Also, bis übermorgen zurück beim Dickebaum. Tschüss.